Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch wie angekündigt das Zimmer meines Sohnes Aaron zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es finden werdet. Ich habe viel Liebe reingesteckt und vieles selber gemacht, das werde ich euch aber gleich noch genauer zeigen. Das Abonnieren meines Kanals ist natürlich kostenlos, deswegen würde ich mich sehr freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, einmal den Abonnierknopf zu drücken, so verpasst ihr keine meiner Videos in Zukunft. Und ja, ich würde sagen, genug gequatscht, es geht sofort los, kommt einmal mit nach oben. So, als erstes möchte ich euch, wenn man ins Zimmer reinkommt, rechts die Bilder an der Wand zeigen. Die habe ich selber gemalt. Mein Freund steht total auf Waschbären und ich finde sie auch mega putzig. Ja, und so ist die Idee entstanden. Das haben mich auch schon ein paar Leute gefragt. Bei denen hängen die Tierchen jetzt auch an der Wand und das macht mich super stolz. Und es freut mich einfach, dass sich andere Leute auch an diesen Bildern erfreuen. Unter den Bildern steht ein Kallax-Regal. Auf dem Kallax-Regal haben wir einen Tonabdruck von Aarons Fuß. Den kann ich euch gerne mal unten in der Infobox markieren. Wir sind echt total zufrieden damit und der Rahmen ist wirklich schön und qualitativ hochwertig. Daneben steht dann noch ein kleiner Holzengel und eine Schutzengelpuppe. Die haben wir beide geschenkt bekommen und ich finde die auch total niedlich, die passen dann auch super ins Zimmer. Gerade der Holzengel, da wir ja sehr auf Holz stehen und alles, was mit natürlichen Materialien zusammenhängt. Ja, wenn wir ein bisschen runterschwenken, seht ihr dann eine kleine Kiste. Da drinnen befinden sich Aarons Medikamente, die er bis jetzt so benötigt hat. Natürlich werden wir die nicht mehr im Zimmer lagern, sobald er anfängt zu krabbeln und zu klettern. Im Regal selber sind ein paar Kisten. In den Kisten befinden sich Sachen wie Socken, Mützen und Schlafsäcke. Außerdem haben wir hier noch einen kleinen Bereich, da stehen dann Aarons erste Bücher drin. Da ist zum einen ein Buch drin, ein altes Weihnachtsbuch, das hatte ich schon als Kind. Genauso wie Max und Moritz, Janosch und das Kölner Märchenbuch darf nicht fehlen. Ja, dann seht ihr da noch rechts eine Truhe drin stehen, die haben wir auch geschenkt bekommen von Aarons Opa und beziehungsweise Aaron hat sie geschenkt bekommen und da wandert immer mal wieder ein bisschen Geld rein für seine erste große Reise. So, ja, und das war dann das Regal. Wir haben uns für die Farbe Blau entschieden, nicht nur weil es eine angebliche Jungsfarbe ist, sondern weil wir sie einfach schön beruhigend fanden. Über dem Wickeltisch haben wir ein Herz aus Schiefer hängen. Das haben wir bei Segmüller gekauft. Diejenigen, die aus der Nähe von Köln kommen, kennen den Laden bestimmt. Richtig guter Laden, riesengroß, kann ich nur weiterempfehlen. Es macht unglaublich Spaß, dort einzukaufen. Oben drüber hängt dann ein Regal. Auf dem Regal stehen ein paar Pflegeprodukte und auch ein Nachtlicht. Dieses Nachtlicht haben wir bei Baby One gekauft und wir sind so zufrieden. Also ich kann nur sagen, es ist, hat ein ganz gemütliches Licht. Man kann es aber in zwei Intensitäten einstellen und es ist nicht an den Strom angeschlossen. Man lädt es einmal an der Steckdose auf für ein paar Stunden und dann hält es tatsächlich 5-6 Tage bei uns. Und ja, so sorgt es keinen Strom und tagsüber geht es dann aus. Es hat einen Sensor. Wenn es hell wird, geht die Lampe aus. So wird auch kein Strom verschwendet.
Neben dem Wickeltisch hängt dann noch eine kleine Nachttischlampe oder ein kleines Nachtlicht. Da haben wir uns für den Mond entschieden. Das Nachtlicht ist auch von IKEA. Und wir finden, dass der Mond ganz gut ins Zimmer passt. Es ist nicht zu aufdringlich, nicht zu mädchenhaft. Es gab sonst eine Blume, die war aber, glaube ich, pink und das hätte nicht so gut gepasst. Ja, und wir denken, es ist ein Waldzimmer und da darf natürlich auch nachts im Freien der Mond nicht fehlen. Jetzt machen wir einen Schwenker nach links, wo Aarons Bettchen steht. Ja, und dann seht ihr auch schon den Baum am Bett. Diesen Baum habe ich in der Schwangerschaft selber gemalt. Es war unglaublich zeitaufwendig. Ich habe dafür einige Wochen gebraucht. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig werden würde. Aber es ist halt schon eine ziemlich filigrane Arbeit, die ganzen Blätter mit einem kleinen Pinsel auszumalen und vor allem die Raufasertapete, die hat es mir echt schwer gemacht, weil ja, wenn man da nicht ordentlich malt, dann sieht das alles schon ziemlich unsauber aus. Und ich habe gesagt, der Baum bleibt an der Wand, bis der Aaron 18 ist, bei dem Aufwand. Wie ihr sehen könnt, hängt da drüber ein Mobile. Diejenigen unter euch, die mein DIY gesehen haben, was ich zuletzt hochgeladen habe, die dürften das Mobile kennen. Sollte es euch interessieren, dann schaut euch einfach nochmal mein letztes Video an. Da ist genau die Beschreibung, wie man so etwas bastelt. Ja, in Aarons Bettchen ist dann sein Lieblingsschaf von Sterntaler. Das Spiel ist eine Spieluhr und sie spielt Guten Abend, Gute Nacht. Und das Lied habe ich schon, oder die Spieluhr habe ich auch immer schon in der Schwangerschaft laufen lassen. Außerdem haben wir in Aarons Zimmer noch einen Gymnastikball. Wir brauchen immer ein bisschen, um ihn abends ins Bett zu bringen. Er braucht dann immer noch eine Hand und eine beruhigende Stimme. Und das ist eindeutig bequemer als ein normaler Stuhl. Ja, und unter dem Fenster haben wir da noch ein kleines, ich weiß nicht, ist es auch ein Kallax-Regal? Auf jeden Fall ist es so aufgebaut wie ein Kallax-Regal, haben wir allerdings bei Segmüller gekauft. Und obendrauf steht eine Truhe, die hat der Aaron von seinem Patenonkel geschenkt bekommen. Da ist auch sein Name eingraviert, mega schön, da kann der Kleine irgendwann mal seine ganzen Schätze drin aufbewahren. Und außerdem steht noch sein Geburtsdatum und das Taufdatum auf der Truhe. Ansonsten sehen wir hier noch ein Schaukelpferd und dazu gibt es auch noch eine besondere Geschichte zu erzählen. Dieses Schaukelpferd hat man meinem Freund gehört. Das stand 25 Jahre ungefähr auf dem Dachboden seiner Großeltern. Und als ich dann schwanger geworden bin, und wir angefangen haben, das Kinderzimmer einzurichten, da haben die beiden das vom Dachboden runtergeholt und uns gefragt, ob wir das nicht haben wollen. Wir haben natürlich ja gesagt, weil es ist natürlich allein schon eine so süße Vorstellung, dass der Aaron irgendwann mal auf dem Schaukelpferd sitzen wird, auf dem sein Vater auch als Baby oder kleines Kind gespielt hat. Ja, und dann seht ihr hier an der Wand noch den Kleiderschrank. Der gehört zum Kinderzimmer dazu. Das ganze Kinderzimmer haben wir als Set gekauft von Roba. Das werde ich euch, wenn ich es noch finde, auch mal in die Infobox setzen. Wir fanden das total schön, auch mit dem Holzimitat. Sieht sehr natürlich aus, nicht künstlich. Und es hat sich einfach in dem ganzen Thema Wald wiedergespiegelt. Und zu guter Letzt seht ihr hier auf dem Boden noch den kleinen Teppich. Ich weiß nicht, ob es ein Hase oder ein Bär oder eine Maus sein soll. Aber den fand ich auch super süß und er ist nicht handgemacht, zumindest nicht aus einem Davanda-Shop. Ich kann versuchen, ihn nochmal bei Amazon zu suchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn finden werde, aber wir fanden ihn einfach total putzig und er ist auch wirklich gut verarbeitet und war preislich sogar nur bei zwischen 15 und 20 Euro. Ja, und das war Aarons Kinderzimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Roomtour. So groß ist das Zimmer ja nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wie euch das Kinderzimmer gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!